Steinmeier für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe heute Morgen damit gerechnet, dass Sie hier heute Morgen das ganz große Weihrauchfass schwingen werden. Aber ehrlich gesagt, lieber Herr Schäuble, mit so viel Selbstgerechtigkeit hätte ich gerade bei Ihnen nicht gerechnet. Und an die anderen der Bundesregierung, die hier geredet haben, von Regierungsparteien, mit welcher Chuspe Sie hier politische Erfolge für sich und die Bundesregierung reklamieren, Erfolge, zu denen Sie, diese Bundesregierung, jedenfalls nichts, aber auch gar nichts beigetragen haben. Das ist doch atemberaubend. Als wäre der schwere Weg, und das war verdammt schwer, den Deutschland genommen hat vom Krankenmann Europas in den späten 90er Jahren an die Spitze der europäischen Wachstumstabelle, als wäre dieser Weg ausgerechnet das die Folge von der guten Arbeit dieser Bundesregierung. Das ist doch lachhaft. Da waren Unternehmen beteiligt, da waren Gewerkschaften beteiligt, vielleicht auch ein bisschen frühere Regierungen. Aber Herr Brüderle, gerade wenn ich Sie höre, Sie von der FDP, Sie haben doch alle Reformen, deren Ergebnisse Sie jetzt einfach einsacken, bekämpft damals. Das ist doch die ganze Wahrheit. Herr Schäuble hat eben von der tiefsten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit geredet, -5% Wachstum. Herr Brüderle, wie haben Sie es verhalten, als wir hier gemeinsam beschlossen haben, dass wir uns dieser größten europäischen Krise nach dem Einbruch von Lehman Brothers entgegenstemmen müssen? Wie haben Sie sich verhalten? Sie haben abgelehnt das kommunale Investitionsprogramm. Sie haben abgelehnt Konjunkturhilfen. Sie haben sogar abgelehnt die verbesserte Kurzarbeit. Das ist die Leistung, auf die Sie verweisen können. Ich hatte nicht gedacht, dass man das hier heute Morgen noch mal sagen muss. Aber weil Sie so geredet haben, Herr Brüderle, deshalb sage ich auch genauso schonungslos, von Ihnen gab es keinen anderen Beitrag. Sie haben sich gemeinsam hier mit Schwarz und Gelb in das gemachte Nest gesetzt, nachdem andere Regierungen vor Ihnen wirtschaftspolitisch die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Und schlimmer noch, Sie schmücken sich mit fremden Federn, rühmen den Wettbewerbsvorteil deutscher Unternehmen gegenüber den Unternehmen der europäischen Nachbarschaft, und gleichzeitig sind Sie doch dabei, diesen Wettbewerbsvorteil, den wir uns mühsam erarbeitet haben über Jahre, den sind doch gleichzeitig dabei, den zu ruinieren durch eine verantwortungslose Achterbahnfahrt bei der Energiepolitik, wo die Energiepreise die Unternehmen in den Keller bringen. Das ist doch die Wahrheit. Sie rühmen sich selbst für die Politik der kleinen Schritte. Die kleinen Schritte gestehe ich Ihnen zu, aber Politik ist doch dabei nie rausgekommen. Sie gucken auf die Schlagzeilen des nächsten Morgens, Frau Merkel, leuchten aus, wie viel Spielraum kann ich haben, um nicht anzuecken. Aber ich sage auch, das ist zu wenig, und das ist aus meiner Sicht jedenfalls nicht Verantwortung in der Politik. Verantwortung in der Politik, das heißt, über den Tag, über das Jahr, über die Legislaturperiode hinauszudenken, Weichen zu stellen, dass es auch der nächsten Generation in diesem Lande mindestens so gut geht wie uns, dass sie auch ihre Chancen haben in ihrem Leben. Aber wenn das so ist, liebe Frau Merkel, dann sagen Sie mir doch eine einzige Weichenstellung von Bedeutung, die Sie in dieser Legislaturperiode vorgenommen haben. Was ist geschehen im Bereich Rente? Was ist geschehen im Bereich Pflege? Was ist geschehen bei Arbeitsmarkt? Was ist geschehen im Gesundheitswesen? Weit und breit nichts, nichts an Vorbereitung für eine schwieriger werdende Zukunft, meine Damen und Herren. Und beim Rausgehen aus dieser Legislaturperiode, da brechen Sie noch mal eben mit einem Vorschlag Ihres Gesundheitsministers den gesetzlichen Krankenkassen das Genick und mit dem Vorschlag von Herrn Schäuble, den er in der Rheinischen Post erneuert hat, zur Abschaffung der Gewerbesteuer, da werden Sie die Kommunen in die Ruin treiben. Und Sie haben nichts getan. Sie haben nichts getan für die Kommunen, sondern ganz im Gegenteil.
Mit der Mehrwertsteuerbefreiung bei den Hoteliers haben Sie Ihnen Geld genommen. Und wir haben 5 Sitzungen im Vermittlungsausschuss gebraucht, um Sie zu zwingen, die Kosten der Grundsicherung in den Bund zu übernehmen. Das war doch nicht Ihre Entscheidung, meine Damen und Herren. Also wenn man nicht ganz verblendet ist und wenn man nicht alles vergessen hat aus diesen letzten Jahren, dann ist das doch eine ziemlich bittere Bilanz, mit der Sie heute vor dieses Parlament treten. Sie haben jetzt 4 Jahre lang geerntet, aber Sie haben nichts gesät für die Zukunft der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Sie sind bei 3,6% Wachstum in dieser Legislaturperiode gestartet, sind im Augenblick bei 0,3%. Alles, was nötig war bei Rente und Pflege, zur Bekämpfung Facharbeitermangel, Demografie, das haben Sie nicht angepackt. Sie sind an der Aufgabe, Zukunft für die nächste Generation zu gestalten, gescheitert. Das wird die bittere Erinnerung an diese 4 Jahre sein. Aber gerade deshalb werden wir nicht zulassen, dass Sie in der nächsten Legislaturperiode auch noch Kommunen und Krankenkassen massakrieren. Das werden wir nicht zulassen. Nach alledem erstaunt mich nicht, dass Sie jetzt den Strohhalm gesucht haben bei Europa. Aber wie sieht es denn in Wirklichkeit aus, jenseits der schönen Bilder, die Herr Schäuble eben noch einmal gemalt hat? Im 5. Jahr der europäischen Krise doktern Sie an den Symptomen rum. Sie reden wie im Duell am Sonntag, Sie reden von beginnender Konsolidierung. Und was ist die Wahrheit? Die Schuldenlast ist höher als vor 4,5 Jahren. Ich bin ja durchaus mit Ihnen der Meinung, dass gegen manchen Zynismus, wie wir ihn hier vorhin der Linkspartei vorhin gehört haben, ich bin mit Ihnen der Meinung, dass Hilfe, auch konditionierte Kredite an die Notlagenländer richtig sind. Aber der Rest der Veranstaltung, den Sie zu verantworten haben, Frau Merkel, das ist doch Voodoo, das ist doch nichts mit wirtschaftspolitischem Denken. Ihr Rezept für Europa ist, ohne Wachstum aus der Krise. Das hat nur noch nirgendwo auf der Welt funktioniert. Es funktioniert auch in Europa nicht. Und deshalb können Sie da auf keine Leistung verweisen, meine Damen und Herren. Aber das ist nicht mal der entscheidende Punkt. Ich finde, Sie müssen auch Verantwortung dafür tragen, dass nicht nur Ihre, sondern am Ende auch die Glaubwürdigkeit von europäischer Politik in den letzten Jahren überhaupt gelitten hat. Es ist nicht ein einzelner Punkt, ein einzelner Beschluss über das Rettungspaket, über den ich rede. Nein, der Grund für den Verlust von Glaubwürdigkeit ist Ihre Angst vor Wahrheit. Und ich sage es noch einmal, ich habe das Bild in der Bild-Zeitung mit Frau Merkel auf dem Bismarck-Sockel in guter Erinnerung. Das begann bei kein Cent für Griechenland. Mit dieser Beteuerung begann dann, und dann ging es Schlag auf Schlag. Kein Rettungspaket. Dann hieß es jedenfalls kein zweites Rettungspaket, dann hieß es kein Rettungsschirm, dann hieß es jedenfalls keinen dauerhaften Rettungsschirm, dann hieß es kein Anlaufkauf und so weiter und so weiter. Sie haben jede rote Linie überschritten, die Sie vorher selbst gezogen haben. Und das ist der Verlust von Glaubwürdigkeit, weil Sie Angst vor der Wahrheit haben, meine Damen und Herren. Und Herr Schäuble, ich kann es Ihnen nicht ersparen, auch Ihre Ankündigung aus der letzten Woche noch einmal aufzugreifen. Und ich sage noch einmal, nicht wir haben eine Griechenland-Debatte begonnen, sondern es war Ihre öffentliche Äußerung, dass da was kommt mit Griechenland. Und die können Sie jetzt nicht aus der Welt bringen durch Verweis auf frühere Rede. Sie kündigen vorsichtig ein drittes Griechenland-Paket ab. Frau Merkel wiegelt ab. Und ich finde, so kann man eben mit den Menschen nicht umgehen. Und ich hätte jetzt auch darauf verzichtet, jede weitere Äußerung dazu zu machen. Nur nach den eher abschneidenden Äußerungen zu unseren Lasten, was unsere Europapolitik angeht, will ich noch einmal deutlich sagen, ich glaube, in Wahrheit bereiten Sie nicht einfach nur ein drittes Griechenland-Paket vor. Ich glaube nicht, dass das ein ganzes normales Rettungspaket sein wird, wie das erste und zweite Griechenland-Paket, sondern was Sie in Wahrheit vorbereiten, auch wenn Sie das heute bestreiten, was Sie vorbereiten, ist ein Schuldenschnitt. Sie werden Folgendes machen. Sie werden die Zahlungsfristen verlängern. Sie werden die Zinsen für die Rückzahlung
runterfahren. Und das ist bei genauerer Betrachtung, meine Damen und Herren, nichts anderes als ein Schuldenschnitt, den Sie öffentlich leugnen als bevorstehende Maßnahme. Und deshalb sage ich, so kann man mit der Öffentlichkeit und insbesondere mit uns nicht umgehen. Und deshalb ein abschließendes Wort zu dem Vorwurf der europapolitischen Unzuverlässigkeit. Frau Merkel, das mag Ihr Stil sein. Ich finde, uns gegenüber ist das eine Sauerei. Das ist eine Sauerei gegenüber einer Partei, ohne die Sie bei der Abstimmung über den Fiskalpakt hier gesessen hätten wie das Kind beim Dreck. So ist es. Und statt dankbar zu sein, dass Ihnen das Schicksal erspart geblieben ist, schmeißen Sie mit Dreck nach denen, die zu Europa gestanden haben, als Ihre Leute schon fluchtartig den Platz verlassen haben. Das ist die Wahrheit. Und wenn das die einzige Lüge wäre, mit der Sie hier durch diese Debatte reiten, dann würde ich es noch ertragen. Aber die andere Lüge, mindestens die eine andere Lüge, will ich aufgreifen. Das ist die Geschichte um die Aufnahme Griechenlands in die Währungsunion. Auch hier, meine Damen und Herren, wie bei NSA und wie bei allen Themen, wie wir das heute erlebt haben, Ihnen fällt nichts anderes ein als möglichst schnelle Flucht aus der Verantwortung. Flucht aus der Verantwortung, bevor jemand merkt, welche Spuren Sie in der Geschichte hinterlassen haben. Ich will doch gar nicht erinnern an das Wort von Helmut Kohl im Mai 1998. Was hat er gesagt? Wir bereiten uns darauf vor, dass wir Griechenland in die Währungsunion aufnehmen. So, das hat Rot-Grün in der Tat zu seiner Regierungszeit damals vollzogen. Gegen Ihren erbitterten Widerstand, so wie ich Sie verstanden habe heute. Die ganze Wahrheit ist, Konservative und Liberale haben im Europäischen Parlament zugestimmt. Die CSU hat sich mutig enthalten. Das ist die historische Wahrheit über den Kampf von Konservativen und Liberalen gegen die Aufnahme von Griechenland in die Währungsunion, meine Damen und Herren. Aber ich finde, alle haben recht, die sagen, man kann eine solche Debatte heute auch nicht miteinander führen, ohne ein paar Worte zum Thema Syrien zu sagen. Und ich denke, da sind wir in gleicher Weise durch die Bilder, die uns erreicht haben, beeindruckt und erschüttert. Und der Giftgasangriff, den es gegeben hat, das ist wirklich der grausame Tiefpunkt einer syrischen Tragödie. Das ist wahr. Das sind Angriffe, die nicht nur verbrecherisch sind, sondern die auch eine Verletzung des Völkerrechts bedeuten. Und eine solche Verletzung kann nicht ohne Antwort bleiben. Ich glaube, soweit sind wir uns auch einig. Ich rate uns nur sehr dazu, uns die Frage, wie diese Antwort aussehen soll, nicht allzu einfach zu machen. Es haben alle recht. Hier stehe ich zu, dass eine politische Lösung bislang nicht gelungen ist. Und richtig ist auch, wenn man jetzt einen neuen Anlauf nimmt für eine politische Lösung, dann gibt es überhaupt keine Garantie, dass die Erfolg haben wird. Ich sage nur, aber es deshalb zu unterlassen und einer militärischen Option den Weg zu öffnen, ist das die Alternative? Ich will jedenfalls die Gelegenheit heute benutzen, um vor leichtfertigen Entscheidungen zu warnen. Jedenfalls da, wo für viele die Notwendigkeit von einem Militärschlag in den letzten Tagen jedenfalls auf der Hand lag. Ich glaube, und das mit ein bisschen Erfahrung, diese Einmündung in die militärische Logik, die bedeutet immer, dass wir einen Automatismus auslösen, den wir nur noch schwer unterbrechen können, den wir nur noch schwer zurückholen können. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gelegentlich einem fatalen Irrtum unterlegen. Und der Irrtum ist der, dass zu oft gedacht worden ist,
dass da, wo eine politische Lösung schwer ist, deshalb eine militärische Lösung einfacher ist. Das gilt grundsätzlich nicht, glaube ich, und es gilt erst recht nicht im Nahen Osten, wo es eben sein kann. Und dieses Risiko müssen wir, gerade wir in Deutschland, stärker mit ins Gewicht nehmen als viele andere auf der Welt. Wo es eben sein kann, dass ein unbedachter Militärschlag eine labile Ordnung dort vollständig kollabieren lassen kann und im Nahen Osten kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Und das meine ich nicht allein auf Syrien bezogen. Deshalb ist es eben Pflicht von Politik, alle Möglichkeiten, auch letzte Möglichkeiten auszuschöpfen, die Risiken abzuwägen. Und wenn ich mich frage, meine Damen und Herren, wie erhöhe ich Druck auf Assad, dann komme ich jedenfalls zu dem Ergebnis, nicht zwei Tage Bombardierung sind gefährlich für Assad. Wirklich gefährlich für Assad ist die Beendigung der Spaltung im Weltsicherheitsrat über Syrien. Assad profitiert, wenn man das genau betrachtet. Assad profitiert von dieser Spaltung, und gerade die Einigkeit zwischen den beiden Großmächten, gerade die Einigkeit zwischen Russland und den USA ist das, was er wirklich fürchten muss. Und deshalb muss darauf das Schwergewicht von Außenpolitik liegen. Und deshalb hat Peer Steinbrück in der vergangenen Woche einen Vorschlag gemacht, einen Vorschlag vorgestellt. Gebe zu, das erschien vielen in der vergangenen Woche noch als unrealistisch, oder manche haben gesagt, fantastisch, wir sind belehrt worden, G20 sei ein anderes Gremium, das sei nicht vorgesehen für internationale Beziehungen und außenpolitische Krisen. Aber wollen wir doch mal einen Strich drunter ziehen. Ein paar Tage später sind wir mit der Kernforderung, St. Petersburg jedenfalls zu einem Syrien-Gipfel zu machen, zeitweise jedenfalls, sind wir schon mal ein Stück weiter. Wir sind ein Stück weiter, und ich kann nur hoffen, dass das gelingt, was am Ende des Weges, den Peer Steinbrück beschrieben hat, dass es uns mit gemeinsamen Anstrengungen gelingt. Vielleicht eine kleine humanitäre Atempause, nicht mehr. Vielleicht eine kleine humanitäre Atempause hinzukriegen, mit der wenigstens die Versorgung von einigen Flüchtlingen möglich sein wird. Immerhin, ich will es nicht zu optimistisch sehen, und ich bin auch gar nicht in jeder Hinsicht zuversichtlich, aber immerhin, es gibt eine kleine Chance, diese Spaltung, von der ich gesprochen habe, zwischen Washington und Moskau zu überwinden. Und hier eben, darum spreche ich es an, hier hat Deutschland eben, was das Verhältnis von Moskau und Washington angeht, hier hat Deutschland eben historisch immer eine besondere Rolle und Verantwortung gespielt. Und genau diese Verantwortung ist in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Ich finde, sogar zu Zeiten sogar verweigert worden. Und deshalb herrscht da im Augenblick auf Regierungsseite etwas Rat und Sprachlosigkeit, sogar vielleicht Verzweiflung darüber, weil man im Augenblick nicht weiß, an wen der großen Partner lehnt man sich an, nachdem die Briten in eine neue Nachdenklichkeit verfallen sind über die Sinnhaftigkeit von militärischen Einsätzen, nachdem Obama von seinen Ankündigungen schneller Militärschläge jedenfalls abgerückt ist. Was ich feststelle, Sie haben sich noch vor 5 Tagen forsch und schneidig all denjenigen angeschlossen, die für eine entschiedene, auch militärische Reaktion gefordert haben. Sie haben sie unterstützt für den Fall, dass sie von anderen verantwortet wird. Und jetzt, nach der Entscheidung im britischen Unterhaus, suchen Sie sozusagen Anlehnung an andere Richtungen in der internationalen Politik, sind selbst ohne Position. Meine Damen und Herren, das ist Lavieren, ja, das können Sie ja gleich von hier aus sagen, Sie sind ja gleich dran. Das ist Lavieren, das ist auch Wegducken, aber ich glaube, das ist nicht die Außenpolitik, die von einem großen Land, dem größten Land in Europa, erwartet wird. Mein Schlusssatz. Frau Merkel, wir haben zur Kenntnis genommen, Sie sind zufrieden, Sie sind mit sich zufrieden. Das haben wir gehört, aber das reicht nicht. Das reicht nicht für dieses Land. Das Land braucht eine Regierung, die Mut und Initiative zeigt, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für die Zukunft im eigenen Land und international. Und deshalb brauchen wir einen Regierungswechsel am 22. September. Herzlichen Dank.
stimmen wir noch 4 Minuten auf. Das Wort hat nun Otto Fricke.